Hallo Welt da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder einen Tag für euch und zwar ist das der Stay Home Reading Tag. Entdeckt habe ich den bei Sarah von The Sarah Story und die hat sich einen englischen Tag zum Vorbild genommen und den ins Deutsche übersetzt. Ich verlinke euch ihren Kanal und alle Bücher, über die ich spreche, unten in der Infobox und ich werde euch die Fragen auch dort nochmal hinschreiben. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie läuft dein Leseverhalten ab, wenn du zu Hause bist? Nicht anders als sonst, um ehrlich zu sein. Ich habe sowieso immer sehr, sehr viel Zeit, die ich zu Hause verbringe und das mache ich auch recht gerne und daher nehme ich mir dann halt auch jetzt genauso die Zeit zum Lesen, wie ich sie mir sonst auch immer genommen habe. Zweitens, wo liest du, wenn du zu Hause bist? Entweder in meinem Lesesessel, in dem ich hier jetzt gerade sitze, oder zusammen mit der Katze auf der Couch. Ganz selten im Bett, abends vorm Einschlafen und wenn schönes Wetter ist, draußen auf dem Balkon. Drittens, zeig uns das beste Buch, das du während der Isolation gelesen hast. Das fällt mir ein klein wenig schwer, denn es sind doch ein paar mehr sehr gute Bücher, die ich gelesen habe, denn wir sind jetzt, ich rechne jetzt mal so ab Mitte März, jetzt sind wir kurz vor Ende Mai, also ist das schon eine ganz schöne Zeit gewesen. Und deswegen habe ich vier Bücher rausgesucht, die ich euch zeigen möchte. Einmal wäre das Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Das ist jetzt die englische Ausgabe. Auf Deutsch kommt das Ganze jetzt im Juni raus. Und das war ein Buch, was mich komplett vom Hocker gehauen hat, was auch sehr überraschend war. Es geht hier um eine Rockband in den 80er Jahren. Und das Ganze ist in Interviewform geschrieben. Und durch diese Interviewform, die ja so ein kleines bisschen auch ungewöhnlich ist, fühlt sich das an, als würde man reale Persönlichkeiten begleiten und vergisst irgendwann, dass die Personen hier drin doch nur fiktiv sind. Ein ganz tolles Buch, kann ich wirklich recht uneingeschränkt eigentlich auch empfehlen und hat mir wirklich letzten Monat richtig gut gefallen. Dann habe ich eins, was ich diesen Monat gelesen habe und das ist Ein Junge, sein Hund und das Ende der Welt von C.A. Fletcher. Das ist dystopisch angehaucht, spielt in einer nicht näher benannten Zukunft und handelt davon, dass die Menschheit so gut wie ausgestorben ist. Und es gibt recht wenige Menschen nur noch, dazu gehört Greece. Und Greece wohnt mit seiner Familie auf einer Insel. Ich vermute, die liegt in der Nähe von England, zumindest dem heutigen England. Und sie wohnen dort unter anderem zusammen mit ihren Hunden. Und eines Tages kommt ein Fremder auf diese Insel, was an sich schon ungewöhnlich genug ist. Und das nächste, was dann passiert, ist, dass Greece seinen Hund verliert. Und da ihm sein Hund so viel bedeutet, macht er sich auf die Suche nach ihm und ein großes Abenteuer beginnt. Ein ganz tolles Buch, das zum Ende nochmal so richtig angezogen hat. Also wenn ihr Dystopien oder ähnliches mögt, dann guckt euch das Buch unbedingt mal an. Dann auch noch diesen Monat gelesen. Und nein, ich versaue mir jetzt hier nicht meinen Lesemonat, denn ich habe noch sehr, sehr viel mehr gelesen zum Glück, ist Die unglaubliche Flucht des Uriah Heep von H.G. Perry. Das hat mich richtig überrascht, denn es geht hier um Charlie Sutherland, einen recht jungen, sehr verhuschten Literaturprofessor, der unglaublich sympathisch ist und der Figuren aus Büchern herauslesen kann. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich auf dem Literaturmarkt, aber ich muss sagen, das Buch macht es richtig, richtig gut. Das ist ein ganz schöner Klopper mit ein bisschen über 600 Seiten, aber ich habe mich da total drin verloren, konnte kaum aufhören zu lesen. Besonders die Referenzen auf die englischen Klassiker, die haben mir richtig, richtig gut gefallen. Und auch die Umsetzung, wie die Figuren zum Leben erweckt wurden, einfach klasse. Kann ich jedem empfehlen, der Literatur mag, die im viktorianischen London spielt. Obwohl wir hier eigentlich in Neuseeland sind, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Total ungewöhnliches Setting, ganz spannend. Und dann noch eins, was ich im März gelesen habe. Und zwar ist das von Vivi James, Sanctuary. Sanctuary war so ein Spontankauf von mir, weil ich diesen einen Ausspruch da hinten richtig toll fand, von der Daily Mail. Ich finde sowas immer total lustig. Da steht, in Sanctuary trifft Arthur Millers Hexenjagd auf Desperate Housewives.
Und das stimmt. Das ist richtig gut gemacht. Das ist ein Mystery-Thriller, den ich kaum aus der Hand legen konnte. Das Buch ist auch so ein Universalbuch, wie ich finde. Das ist für Leute, die Urban Fantasy mögen, ganz gut geeignet. Für Leute, die gerne Hexengeschichten mögen und für welche, die gerne Kriminalromane lesen. Auf alle Fälle auch was. Viertens, was ist dein liebstes Buch zum Wohlfühlen? Die Frage fand ich ein bisschen schwierig, denn ich habe kein universelles Buch, wo ich jetzt sagen würde, darin fühle ich mich jetzt total wohl. Denn es gibt da so ein paar, die mir immer Spaß machen. Und deswegen habe ich stellvertretend ein Buch ausgewählt für ein ganzes Genre, was ich immer nehme, wenn ich so ein Wohlfühlbuch brauche. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich habe jetzt hier das große Miss Marple Buch von Agatha Christie. Und zwar sind Cozy Crimes für mich das, was einem Wohlfühlbuch am nächsten kommt. Ich mag diese Atmosphäre da drin. Ich mag dieses, ja, es geht um Mord und Totschlag, aber dieses Unaufgeregte, dieses Ermitteln. Meistens sind es ja auch keine Polizisten, die da drin ermitteln, sondern mal so ältere Damen. Das ist immer sehr entspannend für mich. Und gerade Miss Marple hat es mir da angetan oder Hercule Poirot oder auch Sherlock Holmes. Aber auch die Bücher von Leonie Swann finde ich da ganz toll oder die von Alan Bradley mit seiner jugendlichen Chemikerin und Hobbydetektivin Flavia Delus. Dann kommen wir zur fünften Frage und zwar zeig uns ein Buch, das du eigentlich gern sofort kaufen oder ausleihen würdest. Da musste ich jetzt auch ein bisschen überlegen, denn man hat ja doch immer noch die Möglichkeit gehabt, Bücher online zu bestellen, auch bei seiner Buchhandlung vor Ort und alles. Also daher ist es jetzt nicht so, dass man total vom Buchkaufen abgeschnitten gewesen wäre. Aber es gibt ein Buch, was mir eingefallen ist, und zwar ist das Cybertrips von Marie Grashoff. Das ist der zweite Band der Neon Birds-Reihe. Also der soll eigentlich am 29.05. erst erscheinen, aber einige Buchhandlungen haben den schon auf Lager. Da ich den aber vorbestellt habe, bin ich ganz geduldig und warte jetzt auf meine Vorbestellung. Es sind ja Gott sei Dank nur noch ein paar Tage. Sechstens, nenne einen Autor, nach dem du jetzt schreien würdest. Also ich habe das jetzt so interpretiert, so wie viele andere auch, dass man einen Autor nennt, von dem man jetzt am liebsten sofort was Neues lesen würde. Da muss ich sagen, habe ich gerade keinen, denn ich bin ganz gut versorgt momentan mit Büchern, die ich hier habe. Und recht viele Autoren, von denen ich gern was lesen wollen würde, die haben jetzt schon neue Bücher angekündigt für die nächsten Monate. So zum Beispiel, ich nenne euch einfach mal ein paar. Von Christian Handel erscheint übernächsten Monat Robin and Ash. Dann kommt im August der zweite Band auf Englisch von Gideon the Ninth. Und im Oktober, glaube ich, kommt das neue Buch von Susanna Clarke, Piranesi. Da freue ich mich auch schon sehr. Also, ihr seht, es gibt da ganz viele, auf die ich mich zwar freue, aber wo ich jetzt nicht total nachschreien muss, weil sie sind ja schon angekündigt. Siebtens, welches Buch willst du am liebsten sofort lesen? Das werde ich auch bald tun, denn ich beende jetzt quasi nur noch mein anderes und widme mich dann hoffentlich dem. Und zwar ist das von Erin Morgenstern, Das sternenlose Meer. Ich habe mich riesig auf das Buch gefreut. Das ist endlich da. Und ich hoffe, es kann mich ebenso begeistern wie der Nachtzirkus damals. Es gibt ja so ein paar geteilte Meinungen, aber ich mag Erin Morgensterns Schreibstil halt recht gern. Der hat mich damals so in den Bann gezogen und so verzaubert, dass ich hoffe, ich kann mich hier genauso drin verlieren. Dann gab es noch ein paar Aufgaben, die einfach bloß damit zu tun haben, ein paar Bücher zu diesen Aufgaben in die Kamera zu halten. Und zwar, achtens ist, zeig ein Buch mit einem Haus auf dem Cover. Da habe ich mir auch ein Buch rausgenommen, was ich erst letztens gelesen habe. Und zwar ist das Frühstück mit den Borgias von D.B.C. Pierre aus dem Blumenbau Verlag. Und da haben wir ein wunderbares Haus auf dem Cover. Also es ist ein Hotel, aber es ist ein Haus. Dann zeig ein Buch, bei dem die Geschichte die ganze Zeit nur an einem Ort spielt. Hätte auch zur vorherigen Frage gepasst. Und zwar ist das Geheimnis im Weiß von J. Jefferson Fajon. Das ist so ein Weihnachts-Winter-Krimi. Und gut, der spielt jetzt nicht
immer an einem Ort, das gebe ich zu. Und zwar bleibt ein Zug in einem Schneetreiben stecken und die Passagiere entschließen sich dann dazu, also ein paar davon, dass sie sich aufmachen und versuchen, in die nächste Stadt zu gelangen. Sie landen aber bei einem abgelegenen Landhaus und dort spielt das Buch halt die meiste Zeit, beziehungsweise dort in der näheren Umgebung. Deswegen habe ich jetzt einfach mal das genommen. So, und jetzt haben wir noch die 10. und die 11. Frage. Zeig ein Buch, das an einem Ort spielt, an dem du gerne wärst. Und zeig ein Buch, das dich immer zum Lächeln bringt. Die beiden sind ähnlich wie die davor. Die könnte man jetzt recht gut austauschen. Und zwar ein Ort, an dem ich jetzt gerne wäre, unter anderem wäre Hogwarts. Also zu einem Zeitpunkt, wo es kein Voldemort oder sonst was dort gibt und einfach nur Schulalltag wäre. Würde ich gerne mal nehmen. Und ich habe diese wunderschöne Hausausgabe zum 20-Jahres-Jubiläum. Ich mag die total gern. Die sind echt hübsch. Und ja, in Hogwarts wäre ich wirklich gerne mal. Gerade jetzt wäre mal schön was zum Wohlfühlen und zum Entdecken. Und dann zeige ein Buch, das dich immer zum Lächeln bringt. Das ist jetzt stellvertretend für eine ganze Reihe, also für eine ganze Welt quasi. Und zwar ist das Terry Pratchett, die Wissenschaft der Scheibenwelt, also quasi die Scheibenweltromane von Terry Pratchett. Das bringt mich immer zum Lachen. Das ist egal, wie es mir geht, egal, wie ich mich fühle. Terry Pratchett schafft es immer. So, damit wären wir dann auch schon am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Antworten unten in den Kommentar da lasst oder mir euer Video in den Kommentaren verlinkt. Dann schaue ich da wahnsinnig gern auch mit vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder ihr besucht mich mal auf meinem Blog www.tintenkrähe.de und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend. Tschüss!